Der eigene Livestream auf YouTube. Dafür braucht es wirklich nicht viel. In diesem Video werde ich euch ganz einfach und in wenigen Schritten zeigen, wie ihr die Streaming-Software OBS Studio einrichtet. Außerdem werden wir gemeinsam euer Gameplay einbinden, sowie eure Webcam, sodass eure Zuschauer auch sehen, was ihr macht. Und natürlich zeige ich euch auch, wie ihr kostenlos an coole Overlays und Widgets wie Alerts kommt, sodass euer Stream direkt von Anfang an professionell aussieht. Am Ende des Videos braucht ihr also nur noch auf Stream starten klicken und könnt direkt loslegen. Damit ihr überhaupt auf YouTube streamen könnt, gibt es eigentlich zwei wichtige Voraussetzungen. Einerseits muss euer Kanal bestätigt sein und andererseits müsst ihr das Livestream-Feature freischalten und dann 24 Stunden warten. Ihr geht dann einfach auf YouTube, wenn ihr eingeloggt seid, oben rechts auf euer Logo und dann auf Einstellungen. Bei Einstellungen dann nochmal schauen, dass ihr mit dem richtigen Kanal eingeloggt seid, geht ihr dann auf Kanalstatus und Funktionen. In den Einstellungen seht ihr dann auch gleich, was alles aktiviert ist. Standardfunktionen sind zum Beispiel schon aktiviert und Funktionen mittlerer Stufe wäre eigentlich das, was ihr braucht. Hier müsst ihr nämlich eure Telefonnummer bestätigen und dann bekommt ihr einen bestätigten Account und könnt das Livestreaming freischalten. Zum Freischalten der Livestreams könnt ihr dann zum Beispiel oben links auf Inhalte wechseln, Livestreams und dann auf Jetzt starten klicken. Ihr kommt dann in das Studio, also das Stream-Studio von YouTube und hier könnt ihr zum Beispiel sagen, jetzt möchte ich loslegen und ich möchte das mit einer Streaming-Software machen. Und schon kommt ihr in die Ansicht, beziehungsweise wenn ihr das erste Mal macht, kann es sein, dass hier eine 24-Stunden-Sperre auftritt, so wie ich es ja schon erwähnt habe. Jetzt kommt noch ein kurzer Clip vom Sponsor dieses Videos und dann richten wir auch gleich die Streaming-Software ein. Professionelle Designs und Overlays zu fairen Preisen. Genau das erhaltet ihr bei OwnTV, dem Online-Shop für Stream-Grafiken. Neben ganzen Komplettpaketen könnt ihr auch einzelne Elemente kaufen oder aber auf Logo-Designer und Emote-Maker zurückgreifen. Selbst animierte Emotes sind mit dem neuen Emote-Maker gar kein Problem. Wählt zwischen vielen verschiedenen Vorlagen und passt diese mit Accessoires, Hautfarbe und vielen weiteren Elementen an. Die Emotes sind nach dem Kauf direkt zum Download verfügbar und können durch das passende Format auch direkt bei Twitch hochgeladen werden. Solltet ihr Bock auf eigene Emotes oder professionelle Designpakete haben, klickt doch gerne auf den Link in der Videobeschreibung oder geht auf nils1489.tv/owned. Der nächste Schritt für euren eigenen Livestream auf YouTube wäre natürlich die passende Streaming-Software und da kann ich euch OBS Studio empfehlen. Über den Link in der Videobeschreibung kommt ihr auf die Website von OBS Studio und dort könnt ihr einfach den Installer herunterladen. Den Installer startet ihr dann und könnt euch eigentlich relativ einfach durchklicken, um OBS Studio dann am besten auch im Standardverzeichnis unter C-Programme zu installieren. Und sobald ihr OBS Studio dann gestartet habt, werdet ihr mit dieser Software begrüßt. Ganz wichtig, beim ersten Start kommt eine Abfrage, ob ihr das automatisch eingestellt haben wollt und da klickt ihr auf Abbrechen, denn wir machen das hier gemeinsam. Diese automatischen Einstellungen sind nicht immer optimal. Also standardmäßig sieht OBS Studio so aus. Ihr habt hier ein schwarzes Bild, das ist die Basisleinwand. Das heißt, auf diesem Bild wird angezeigt, was ihr später streamt. Ihr könnt euch das wie den Streaming-Monitor vorstellen. Den könnt ihr mit verschiedenen Elementen belegen, wie zum Beispiel eurem Gameplay, eurer Webcam und sonstigen Dingen und könnt das an YouTube senden. Links habt ihr dann eine Box, die nennt sich Szenen und Szenen sind verschiedene Ansichten dieser Leinwand. Das heißt, ihr könnt eine Szene haben, in dem ihr Gameplay sendet, eine Szene, in der ihr zum Beispiel nur eure Webcam sendet, eine Szene, wo ein Be Right Back Screen ist, also ein Screenshot oder ein Bild, wo drauf steht, dass ihr gleich wiederkommt, ein Pausebildschirm, also verschiedene Bildschirme. Passend dazu findet ihr auch eine Box Quellen und in dieser Box werden die Quellen aus der Szene definiert. Also Quellen sind Elemente, die in dieser Szene enthalten sind. Eine Quelle kann zum Beispiel die Aufnahme eures Gameplays sein, eine Quelle kann eure Webcam sein oder eine Quelle kann auch einfach nur ein Bild sein. Das mal einfach nur als Basisverständnis für das Ganze. Wir beginnen jetzt erstmal mit den Einstellungen, das heißt unten rechts in die Einstellungen wechseln und dort dann auf den Reiter Video. Bei Video könnt ihr nämlich nun die Auflösung für eure Leinwand definieren, also dieser schwarze Kasten dahinter. Ich würde euch empfehlen, damit das Ganze auch von Anfang an erstmal gut funktioniert, mit einer Basisleinwand von 1920x1080 zu starten und auch die skalierte Ausgabeauflösung auf 1920x1080 bei FPS von 60. Mit Übernehmen könnt ihr das Ganze speichern und ihr habt erstmal so eine Standard-Basisleinwand definiert. Der nächste Schritt wäre natürlich, dass wir schon mal unser Audio mit reinholen. Das heißt, einmal das Audio, was ihr hört, zum Beispiel das Spielaudio und natürlich auch das Audio eures Mikrofons.
Dafür geht ihr auf den Reiter Audio und bei Audio müsst ihr nun einmal bei Desktop Audio am besten direkt eure Kopfhörer auswählen. Bei mir wäre das jetzt zum Beispiel nicht gegeben. Ich habe hier gerade nämlich eine Capture Card dran, um das Video für euch aufzunehmen, aber ihr wählt dann zum Beispiel eure Kopfhörer aus. Bei mir heißen die jetzt Standard. Bei Mikrofon Aux Audio wählt ihr dann euer Mikrofon aus. Ich nehme nun das Mikrofon der Webcam. Bitte macht das nicht, das Mikrofon einer Webcam, das hört sich einfach grausig an. Also ihr solltet schon etwas Ordentliches verwenden. Es muss nicht gleich ein Shure sein, so wie ich das hier habe bei mir. Ihr könnt zum Beispiel auch günstigere USB-Mikrofone nehmen, aber ein richtiges Mikrofon ändert natürlich schon mal den Klang in eurem Stream enorm. Die anderen Elemente sollten erstmal auf deaktiviert stehen und dann habt ihr das auch schon fertig eingestellt. Mit Übernehmen speichern und ihr habt dann unten im Audiomixer eure Audiogeräte, also einmal Desktop Audio für euer Desktop-Audio. Das wäre dann alles, was ihr selber hört, inklusive Game-Audio. Und ihr habt auch Mikrofon-Aux-Audio, also das, was ihr in den Stream übertragen wollt, nämlich euer Mikrofon. Der letzte Schritt von den Settings wäre nun noch, dass ihr den Encoder einstellt. Das macht ihr hier unter Ausgabe und dort würde ich euch empfehlen, den Ausgabemodus auf Erweitert zu stellen und dann bei Stream den Encoder zu wählen. Nun kann das Thema natürlich sehr kompliziert werden, so einen Encoder einzustellen. By the way, dazu habe ich einmal unten in der Videobeschreibung verschiedene Videos zu verschiedener Hardware eingestellt, damit ihr euren Encoder auch optimal einstellen könnt. Wir gehen jetzt hier einmal ein Standard-Setting durch. Das heißt, ich habe einen PC mit einer Nvidia-Grafikkarte, über den ich streame und gleichzeitig zocke. Und dann wähle ich NVENC New aus. Als Qualitätsregulierungsmethode nehme ich dann CBR mit einer Bitrate von 9000. Das ist das Maximum bei YouTube für einen 1080p 60 FPS Stream. Ich kann diesen Upload fahren, also ich weiß, dass mein Upload schnell genug ist. Das wäre auch noch so ein Thema. Wie gesagt, Infovideos dazu in der Videobeschreibung. Wir gehen einfach mal ein Standard-Setting durch. Den Keyframe-Intervall würde ich hier auf 2 stellen, die Voreinstellung auf P7 mit hoher Qualität und mehrere Durchgänge auf einen Durchgang. Profil auf High, dann setze ich noch Look-Ahead und Psycho Visual Tuning jeweils angehakt und meine Max-B-Frames auf 4. Mit Übernehmen speichern und nun wäre auch mein Encoder für den Stream fertig eingerichtet. Wie gesagt, für meine Komponenten optimal eingestellt und das hängt nun von eurem Internet-Speed ab, also eurem Upload und natürlich dem, was ihr verbaut habt. Jetzt verbinden wir noch unseren YouTube-Account, das heißt, wir gehen hier auf Stream und können dann einmal die Plattform YouTube auswählen. Dann einfach nur Konto verbinden klicken. Wir bekommen dann hier eine Login-Maske von Google. In meinem Fall wähle ich zum Beispiel mal hier einen Account aus. Ihr müsst euch dort einloggen mit euren YouTube-Daten oder halt, wenn ihr eingeloggt seid, einfach nur den Kanal auswählen, den ihr hier mit OBS verknüpfen wollt. Das Ganze noch mit Zulassen bestätigen. Und dann könnt ihr auch den Browser wieder schließen und zurück in OBS gehen. Und dort sollte nun das verbundene Konto stehen. Ihr könnt dann noch die Empfehlungen ignorieren. Das heißt, dass konkret das genommen wird, was ihr für den Encoder oder einstellt, mit Ja bestätigen und übernehmen. Es ploppt dann automatisch auf der rechten Seite so ein Chatfenster auf. Das ist ein Dock, das könnt ihr euch hinsetzen, wo ihr wollt, zum Beispiel auf die linke Seite. Und dort seht ihr erstmal einen Text, denn der Chat von eurem Livestream auf YouTube, der erscheint dort erst, wenn ihr einen Stream gestartet habt. Außerdem bekommt ihr eine weitere Schaltfläche, nämlich hier unten Übertragung verwalten. Dadurch könnt ihr nämlich dann eure Übertragungen auf YouTube hier direkt verwalten und müsst nicht erst noch auf die YouTube-Website gehen. Für eure OBS-Verknüpfung auf den Desktop würde ich euch empfehlen, einmal per Rechtsklick in die Eigenschaften zu wechseln und dann unter dem Reiter Kompatibilität das Häkchen bei Programm als Administrator ausführen zu setzen. Dadurch wird OBS immer als Admin gestartet und bietet im Hintergrund noch ein paar Features, die dafür sorgen, dass es nicht unbedingt direkt laggt. Außerdem ist es auch einen Blick wert, einmal in die Systemsteuerung zu gehen, das heißt in das Windows-Zeichen Einstellungen, dort auf den Reiter Spielen und bei Spielen den Spielmodus zu aktivieren. Das kann auch noch helfen, sollte man Lag-Probleme bekommen. Dann könnt ihr OBS eigentlich auch schon wieder öffnen und wir können jetzt anfangen, euer Gameplay einzubinden und natürlich auch eure Webcam. Das Gameplay bindet man nun ganz einfach ein, indem man hier unten bei Quellen auf das Plus klickt und dann auf Spielaufnahme drückt.
Die Spielaufnahme geht mit manchen Spielen nicht. Da nehmt ihr dann die Bildschirmaufnahme. Ich zeige euch das jetzt einmal mit der Spielaufnahme. Ihr klickt dann einfach auf OK und habt dann mehrere Einstellmöglichkeiten. Spielt ihr in Vollbildanwendungen, nehmt ihr beliebige Vollbildanwendung erfassen. Solltet ihr im Fenstermodus spielen, müsst ihr ein bestimmtes Fenster erfassen auswählen und müsst dann hier das Fenster von eurem gestarteten Spiel auswählen. Das erscheint erst dort, wenn das Spiel gestartet und geöffnet ist. Ansonsten, so mache ich das immer, die beliebige Vollbildanwendung, das heißt, wenn das Spiel in Vollbild startet, kommt in OBS automatisch das Bild. Ihr habt darunter noch weitere Einstellmöglichkeiten und das geht ziemlich in die Tiefe. Eins kann ich euch sagen, das Häkchen für Anti-Cheat-Kompatibilität solltet ihr setzen und gesetzt lassen. Mauszeiger aufnehmen macht auch Sinn, damit man den auch sieht im Stream. Und die Drittanbieter-Overlays, das setze ich nicht, damit man sowas wie zum Beispiel das Steam-Overlay, wenn man gerade im Spiel ist, nicht im Stream sieht. Auch die Hookrate kann standardmäßig auf normal bleiben und der Farbraum sowieso. Mit OK bestätigen und dann drückt ihr einfach einmal auf der Tastatur STRG und F und das Ganze wird passend auf eure Leinwand gesetzt. Wenn ihr nun noch einmal das Schloss-Symbol klickt, wird es gesperrt und startet ihr ein Spiel, kommt dieses automatisch in OBS. So sieht das Ganze dann aus, wenn euer Spiel gestartet ist. Es ist also in OBS eingebunden und wir können jetzt, wenn wir wollen, auch noch unsere Webcam drüberlegen. Dafür müssen wir einfach nur eine weitere Quelle hinzufügen über das Plus Videoaufnahmegerät. Wir nennen das Ganze dann einmal Webcam und klicken auf OK. Und im neuen Fenster müsst ihr dann bei Gerät eure Webcam auswählen. In meinem Fall zum Beispiel hier die HD Pro Webcam C920. Damit ich auch ein 16:9 Format habe, gehe ich bei Auflösung FPS Typ auf Benutzer definiert, wähle eine Auflösung von 1920x1080 aus und sage dann meine FPS auf 30, weil das ist das Maximum für diese Webcam, Videoformat MJPEG. Dann gehe ich noch ein Stück runter und wähle bei Farbraum REC709 Farbbereich auf begrenzt und setze dann automatisch hier auch noch das Häkchen Hardware-Dekodierung verwenden, falls verfügbar, sodass die Webcam oder das Rendern der Webcam über eure Hardware beschleunigt wird. Mit OK bestätigen und wir haben unsere Webcam ja ziemlich groß. Die können wir jetzt hier an den Kanten, an diesen roten Ecken kleiner ziehen und können sie zum Beispiel dann in eine Ecke packen. So sieht das Ganze dann zum Beispiel aus oder wenn ich es ganz haben möchte, so. Wenn ich jetzt auf das Schloss-Symbol gehe, kann ich auch hier die Quelle wieder sperren, dadurch kann ich sie nicht verschieben oder mit dem Schloss-Symbol wieder öffnen, kann sie verschieben. Also darüber habt ihr dann die Möglichkeiten. Eine Sache zu Webcams möchte ich euch auch noch zeigen und zwar bekommt ihr jetzt bei den Audioquellen noch eine weitere Quelle Webcam. Ich würde euch empfehlen, diese über dieses Lautsprechersymbol zu muten und dann auch über die drei Punkte verbergen einfach auszublenden. Das hat dann den Vorteil, dass ihr nicht doppeltes Audio bekommen könnt, denn solltet ihr ein extra Mikrofon haben und noch die Webcam, kann es passieren, dass beides in den Stream kommt. Macht ihr das, kommt das nicht vor. Wenn ihr nun noch richtig coole Overlays kostenlos direkt von Anfang an haben wollt, kann ich euch empfehlen, auf die Website von Stream Elements zu gehen. Ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt und dort geht ihr dann einfach auf Login, wählt dann hier YouTube aus und loggt euch mit eurem YouTube-Konto ein. Dieses Pop-Up-Fenster könnt ihr theoretisch jetzt erstmal schließen. Wir gehen einfach einmal straight rüber zu den Overlays. Das macht ihr auf der linken Seite bei Streaming Tools und dann Overlays Gallery. By the way, wenn ihr Stream Elements auf Deutsch nutzen wollt, könnt ihr das auch tun. Ich nutze es gerne auf Englisch. Das macht ihr, indem ihr hier oben rechts auf euer Logo klickt und dann bei Englisch draufklickt und Deutsch auswählt. In meinem Fall mache ich es jetzt auf Englisch weiter. Ich finde das passender, weil deutsche Übersetzungen für solche Dinge teilweise ja nicht so cool sind. In der Overlay Gallery findet ihr unter dem Tab hier oben Themes nun ganz viele verschiedene Overlays, die alle kostenlos sind und die könnt ihr ganz einfach installieren. Das heißt, wenn ihr euch etwas ausgewählt habt, wie zum Beispiel hier Brave Series Animated Super Theme, klickt ihr drauf und seht dann die einzelnen Ansichten, Szenen für euren YouTube-Stream. Das heißt, um das Ganze zu installieren, würde ich jetzt einfach sagen, okay, möchte ich haben, Create My Overlay. Es kommt dann diese Box und in dieser Box kann ich nun meine einzelnen Ansichten kopieren. Ich zeige euch das jetzt mit zwei Ansichten als Beispiel, den Rest dürft ihr dann selber machen. Was ich also tue, ist zum Beispiel jetzt für mein In-Game-Overlay hier einmal auf das Copy zu klicken und dann gehe ich rüber in OBS. In OBS gehe ich dann zu den Quellen auf das Plus, dann auf Browser, dort sage ich nun Overlay In-Game, klicke auf OK. Gebe bei URL einmal alles markieren und dann Rechtsklick und Paste.
Dann bei Breite gebe ich 1920, bei Höhe gebe ich 1080. Dann gehe ich noch ein Stück runter und sage Audio über OBS steuern. Damit könnt ihr dann das Audio des Overlays in einer eigenen Spur steuern. Und dann gehe ich noch ein Stück weiter runter, sage Cache der aktuellen Seite aktualisieren, klicke auf OK und schon bekomme ich eine Quelle, die automatisch lädt. Ihr seht, dass jetzt hier die Overlay-Elemente sind und kann nun passend dazu meine Elemente darunter positionieren. Ihr habt hier unten jetzt noch im Audio Mixer Overlay In-Game, damit könnt ihr das Audio des Overlays regeln, zum Beispiel von den Alerts. Und wir passen einmal die Webcam an. Das Overlay sperre ich über das Schlosssymbol, gehe dann zu der Webcam und entferne das Schlosssymbol. Ganz wichtig, diese Reihenfolge der Quellen ist super, super wichtig. Wenn ich dieses Overlay jetzt unter meiner Webcam-Quelle habe, dann kann es passieren, dass es verdeckt wird. Das heißt, es ist wie ein Stapel, was übereinander gelegt wird. Overlay nach ganz oben und dann die Webcam anklicken. Webcam nun positionieren, das Ganze vielleicht noch einen Tick größer ziehen, dass es da reinpasst. Dann sperren und schon ist mein Overlay komplett fertig. Wollt ihr nun noch ein weiteres Overlay einbinden? Könnt ihr eine weitere Szene erstellen? Wir können dann zum Beispiel die Hauptszene mit Rechtsklick umbenennen, in die In-Game-Szene umbenennen und klicken einmal auf das Plus und sagen, okay, wir wollen eine Startszene haben. In der neuen Szene können wir jetzt das zweite Overlay von Stream Elements mit einbinden. Kurz zum Verständnis, ihr habt jetzt einmal eine In-Game-Szene, da könnt ihr draufklicken, dann kommt die In-Game-Ansicht in der Basisleinwand und ihr habt eine Startszene, da könnt ihr draufklicken, dann kommt hier schwarz, weil noch nichts drin ist. Also gehen wir einmal zurück in den Browser, wählen dort einmal die Szene aus für Start, klicken auf das Kopieren, gehen wieder zurück in OBS. In OBS dann einmal auf das Plus, dann auf Browser, dort sagen wir jetzt Overlay Start, klicken wieder auf OK und machen eigentlich genau das gleiche wie eben auch mit dem In-Game-Overlay. Das heißt, hier einmal alles markieren, Rechtsklick Paste, Breite auf 1920, Höhe auf 1080, Audio über OBS steuern und dann einmal runter scrollen. Cache leeren, OK und schon lädt auch das Start-Overlay. Das Ganze könnt ihr hier wieder sperren und ihr habt nun zwei verschiedene Szenen, über die ihr einfach hin und her wechseln könnt. Und je nachdem, was hier in der Mitte in der Basisleinwand angezeigt wird, also die aktive Szene, wird dann später auch in den Stream übertragen. Was fehlt jetzt noch, damit ihr wirklich live gehen könnt? Dafür geht ihr hier einmal auf Stream starten, dann bekommt ihr hier eine Nachricht. Sie müssen eine Übertragung einrichten, bevor Sie mit dem Streamen beginnen können. Übertragungen verwalten. Und jetzt könnt ihr eine neue Übertragung erstellen. Das heißt, ihr könnt den Titel des Streams einstellen. Mein erster Stream zum Beispiel. Dann könnt ihr einen Beschreibungstext für den Stream hinterlegen, wo ihr dann Links zum Beispiel zu weiteren Social Media Accounts einfügt. Ihr könnt die Sichtbarkeit auf öffentlich stellen, damit euer Stream überhaupt gefunden werden kann. Und ihr könnt eine Kategorie auswählen, in der ihr streamen möchtet, zum Beispiel Gaming. Dann ganz wichtig, und das muss nach dem neuen COPPA Act hier immer hinterlegt werden, ist das Video speziell für Kinder. Wenn es ein extra Kindervideo ist, was ich jetzt bei euch nicht denke, müsstet ihr ja anhaken und dann gibt es nämlich bestimmte Voraussetzungen. Nein, und schon lübt das Ganze. Ihr könnt dann noch einen Thumbnail hinterlegen für euren Stream, das heißt auf Datei auswählen. Dann wählt ihr zum Beispiel einen Thumbnail aus auf eurem PC, öffnen. Schon habt ihr euer Thumbnail für euren Stream mit drin. Und dann gibt es hier unten noch die Latenz. Die Latenz gibt an, wie schnell das Bild von euch bei anderen zu sehen ist. Ja, umso niedriger, umso schneller ist die Interaktion mit den Zuschauern. Aber umso niedriger ihr die Latenz stellt, umso schlechter kann es auch sein, dass eure Qualität des Streams wird, weil dann ein anderes Protokoll verwendet wird. Also, was ich hier empfehlen würde, ist eigentlich mit normal zu gehen. Ansonsten könnt ihr noch niedrig nehmen. Extrem niedrig ist dann schon teilweise cool für wirklich Live-Interaktionen, aber qualitativ kann man das schon merken. DVR aktivieren ist einfach nur, dass euer Stream sozusagen später als Video gespeichert wird. Und dann habt ihr noch 360-Grad-Video. Das lassen wir hier mal ganz beiseite, ist ja Quatsch. Und ihr könnt für später Planen anhaken. Das bedeutet, ihr könnt hier den Stream schon mal vorbereiten, aber jetzt noch nicht live gehen, dann würdet ihr das anhaken. Wir wollen ja jetzt live gehen, also lassen wir das Ganze und dann klicken wir auf Übertragung erstellen und Stream starten.
um loszulegen, oder wir klicken nur auf Übertragung erstellen. Dann wird unsere Übertragung schon mal gespeichert und wir gehen noch nicht direkt live. Was wir jetzt noch bekommen auf der linken Seite ist hier der Chat, denn unser Stream ist vorbereitet und der Chat konnte sich verbinden. Wir müssen jetzt nur noch hier auf Stream starten klicken und dann wird unser Stream gestartet und wir gehen live auf YouTube. Jetzt haben wir natürlich hier sehr, sehr viel behandelt in dem Video und das kann man natürlich nicht bis ins kleinste Detail in so wenigen Minuten machen. Daher solltet ihr einmal hier reinschauen, um OBS noch mehr im Detail zu verstehen, und hier könnt ihr reinschauen, um zum Beispiel bei Stream Elements nochmal alle möglichen Elemente kennenzulernen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao!